figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally. Yeah. Übertragefinales Briefing. Landetrupp 7 wird mit sofortiger Wirkung die Alpha Nativas auslöschen, die Distrikt 3 besetzen. Ihr Ziel ist die Gefangennahme oder Vernichtung des Nativa-Ältesten. Kapseln in Atmosphäre. Eine Minute bis Grenzwert. Grenzwert überschritten. Aktiviere Schilde. Kapsel gelandet. Schild deaktiviert. Luke geöffnet. Verdammt! Komm schon, geh auf! Taki! Eve, geht es dir gut? Der Ort ist gefährlich. Nimm meine Hand. Und damit ein herzliches Willkommen zu Stellar Blade, Freunde. Die Demo momentan noch. Ich die rechte Flanke. Jo. Ende dieses Monats kommt dieses Spiel raus. Nächstes Monats. Sorry, an der Stelle. Beziehungsweise, wenn dieses Video online kommt, sind wir schon in dem Monat. Würde ich sagen. Denn das kommt am Montag raus, am Ostermontag. Und, ja. Ich muss da Effektlautstärke runterballern. Musik. Danke. Sonst, RIP. Es ist eine Mischung aus Bayonetta und Nier Automata.
Wow. Sackgesicht. Und wie renne ich? Wie ich sehe, kannst du noch kämpfen. Gut. Wohin geht's? Der Rendezvous-Punkt ist bei 2 Uhr. 400 Meter vor uns. Kann ich nicht rennen? Aber was für ein Schauspiel, ey. Ich mag's. Das war knapp. Jetzt werden wir noch springen müssen, oder? Vorsicht beim Springen. Ach, komm. Aua. Und wie man das Blut sieht, das ist ja richtig geil. Vorsicht, das ist ein unbekannter Nativer. Der gehört mir. Aha, oh. Ups. Achtung, noch mehr. Okay, Beta-Kräfte. Übrigens werden wir genau ab dem Punkt dann auch starten, wenn wir das richtige Spiel haben. Also das heißt, die Demo speichert, wie weit du bist. Das wird dich heilen. Hä? Muss ich ja nicht. Was heißt hier heilen? Das wäre jetzt Ultraverschwendung an der Stelle. Oh Gott, das muss ich jetzt auch noch. Wir müssen weg von hier. Los! Uhuhuhu. Aha. Ich muss mit dir Schritt halten, ne? Verschwinden wir von hier, bevor noch mehr kommen. Ich bin dran. Moment. Also sowas hasse ich, ne? Wenn du nicht lernen kannst, weil das Game immer dich weiterdrückt. Vorsicht vor Gartners Beschuss. Ja, ja. Ach, jetzt plötzlich darf ich rennen. Alles klar. Schnauze. Aua. Das war knapp. Sieht gar nicht gut aus. Los, komm. Oh, juhu. Ist das ein Alpha-Nativer? Mach dich bereit. Ich halte mich immer bereit. Ich bin bereit geboren. Komm, komm. Nur noch wir zwei sind übrig, ne? Wir müssen ja so einen auserwählten Kacke durchleben. Weil sonst gibt's ja keinen Sinn. Nein. Nein. Scheiße, habe ich einen langen Pferdeschwanz. Kann ich den ändern? Es gibt nur noch uns. Oh Mann. Eve. Eve, jetzt reiß dich zusammen. Taki. Hör mir genau zu. Unsere Mission hat Priorität. Mhm. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sie abgeschlossen wird. Verstanden? Also, let's go, Eve. Machen wir den kaputt. Eve, bist du bereit?
Ich bin bereit geboren, sagte ich doch gerade. Au. Sorry, an der Stelle. Au. Aha. Aha. Hä? Au. Ja, ich kann ihn critten. Holy shit. Das war geil. Das war kein Alpha, aber trotzdem stark. Gut gekämpft. Sogar besser als im Training. Wir waren alle zusammen. Doch dann... Dein Körpergerüst ist beschädigt. Sind wir nur ein Roboter oder was? Wir müssen das Versorgungslager finden. Warte, also Eve. Ich höre also etwas. Also die PS5-Titel... Die hauen richtig zu. Zurzeit. Ich meine, Rise of a Ninja und dann noch. Bist du verletzt? Stella Blade. Richtig cool. Oh ne, oder? Sag mir nicht, das ist jetzt der Boss, wo wir verrecken müssen. Ein Alpha Native. Die sehen richtig geil aus. Hierher, Freundchen. Du kriegst das mit mir zu tun. Nein! Oh, nee. Also irgendwie lebendig ist sie. Also nicht rein Roboter technisch. Eve. Verschwinde von hier. Taki! Wow. Stella Blade. Hä? Ach du Scheiße. Der Opener. Der war richtig broken. Ich weiß halt nicht, wie lange das Level geht, ne? Was wir hier spielen dürfen. Vielleicht das erste Level. Okay. Ich würde gerne wissen, aus was die Frauen da bestanden sind. Also bestanden haben, ey. Unsere Ivy und die andere. Ja, wir müssen oder der. Vorsichtig sein. Der Alpha Nativa ist hier. Ja und? Klatschen wir. Man muss den einfach richtig parieren lernen. Dann kein Problem.
Und ich wette, hier endet's mit einem richtigen Cliffhanger. Na. No. Gut, mach dich bereit. Ich unterstütze dich mit der Drohne. Was sind das für High Heels, ey? Das hier muss Eidos Heaven sein. Ja, hier wurde der letzte Kampf der Zivilisation ausgetragen. Aha. Das war einmal eine gigantische Stadt. Irgendetwas fällt vom Himmel. Ein seltsames Gefühl. Das ist also Regen. Ich weiß, das ist alles neu für dich. Aber wir haben was zu erledigen. Das ist schön für dich. Scavenger Adam. Fähigkeiten stürmen. Trank. Wer bist du? Tachi? Oder Tachi? Keine Ahnung. Tachi würde ich jetzt eher sagen. Adam. Dornenkopf. What the fuck? Sehr. Und du bist der Wüstling. Kurzer bitte. Oh Gott. Aufzeichnungen. Oder nicht sofort anzeigen. Gut. Ja, wir spielen auf Story, weil ich halt die Story genießen die Landschaft möchte. Hat sich kürzlich verändert. Okay. Ja, eben. Waren wir vorhin schon. Ey, diese Steinschläge. Pass auf. Boah, geht mir das hart auf den Sack, dass da diese Tropfen auf dem Bildschirm sind. Kann ich die ausstellen? Ich weiß, es soll zum Spiel dazugehören, aber wenn ich das ausstellen kann, warum nicht? Normale horizontale Empfindlichkeit, automatische Kampfdrehung, Korrektur fürs Zielen. Nö, vergiss es. Das ist die Feinde. Ich habe ihn hier überall. Kriecher? Ah, oh Gott. Super. Bereich gesichert. Ich trau keiner Statue über den Metafeldweg. Aha. Die Legion, die im letzten Krieg gefallen ist. Was für Eidos siebte stille Straße Gateway? Zugangscode. Ich screenshotte mir das mal. Falls ich das danach nicht mehr. Da ist ein verschlüsselter Code auf dem Stick. Aha. Gut. Das war einfach nur provisorisch. Hey, cool. Dornköpfe sind Nightibas mit stacheligen Köpfen und langen, gebrechlichen Körpern. Es ist nicht bekannt, ob sie über Seh- und Hörorgane verfügen. Und man weiß auch sonst nur wenig über über ihre Biologie. Fest steht jedoch, dass sie in kleinen Gruppen angreifen. Kampfinformation. Dornköpfe sind keine besonders bedrohlichen Gegner. Sie können problemlos mit Frontalangriffen erledigt werden. Ökologische Information. Kriecher sind kleine, aber dennoch tödliche Nightibas. Sie haben rasiermesserscharfe Schwänze und flexible Körper, mit denen sie sich auf unvorhersehbare Weise bewegen können. Kampfinformation. Kriecher sind keine besonders bedrohlichen Gegner, aber lass dich nicht von einer ganzen Schar überwältigen. In Kriecherscharen befinden sich meist auch instabile Wesen. Sie werden angreifen und versuchen, sich selbst zu zerstören. Also bleib bei der Sache. Gut zu wissen. Gute Info.
Sehr sind Nightibers mit grauenvollen, verzerrten Körpern und einem Arm mit einer Knochensäge. Ihre Gestalt erschwert es, einzelne Merkmale zu erkennen, doch wenn sie dich mit ihrem durchdringenden gelben Knopfauge anstarren, wird dir schnell klar, warum sie auch Beobachter genannt werden. Kampfanimation. Sehr ergreifend, indem sie mit ihrem Knochensägen zuschlagen. Bleib gelassen und wehre dich. Und hier, das ist wahrscheinlich der größte Brocken zurzeit, ökologische Informationen. Nightibers sind ganz offensichtlich anpassungsfähige Kreaturen. Anfangs wurde angenommen, dass sie einfach schnell mutieren können. Doch als die riesigen Wüstlinge irgendwann Maschinenkerne auffressen, um sie mit ihren Tentakeln zu verbinden und ihnen Energie zu entziehen, wurde uns bewusst, dass das Entwicklungspotenzial der Nightibers keine Grenzen kennt. Kampfinformationen. Wüstlinge sind Bestien mit übermenschlicher Stärke. Nimm dich in Acht vor ihren aggressiven Angriffen, die einen großen Bereich abdecken können. Wenn Wüstlinge in Rage geraten, überladen sie ihren Maschinenkern. Überladene Kerne werden hellgelb und verursachen Explosionen. Die Explosionsangriffe der Wüstlinge können die unterschiedlichsten Formen annehmen. Darunter kontinuierliche Explosionen, Schockwellen und Bodenstöße. Bleib auf Distanz und handle schnell. Gut zu wissen, der war ja jetzt gerade nur Einleitung, der von vorhin. Und wir sind auch wieder in Team 7, ne? Eine Art Eintrittskarte. Ach, das für hier. Gib den Code mal ein. Kenn doch den nicht. Auswendig. Danke. Danke, das finde ich sehr angenehm. Danke, Bro. Das klappt. Also an der Stelle, Jockgesell. Die Gebäude stürzen ein. Das liegt am instabilen Untergrund. Man gewöhnt sich dran. Und man gewöhnt sich dran, dass alles den Bach runtergeht. Ist klar. Willst du sterben kommen? Okay. So. Lager der Legion. Hier. Was ist denn das? Kann ich das aufsammeln? Jetzt habe ich einfach eine Heilung für nothing. Oh. Oh Gott, kann das sein? Hallo? Mit R2 nimmt man die Sachen entgegen, sehr gut. Ey, das war wieder mal Killerinstinkt. An der Stelle. Hier traue ich keinen Meter über den Weg. Hier ebenfalls nicht. Hier genauso wenig. Was hast denn du für ein Gefühl? Hä? Lager. Lager sind Orte, an denen du deinen Fortschritt speichern und dich etwas ausruhen kannst. Du kannst die aktivieren, indem du dir White Coins beschaffst, die in der Nähe der Lager zu finden sind. Lass dich auf den Stühlen der Lager nieder, um LP wiederherzustellen und das wieder auffüllbare Trinksystem aufzufüllen. Deine aufbewahrten Gegenstände werden deinem Inventar hinzugefügt, sofern du Platz hast. Einige Gegner werden wiederbelebt, wenn du dich im Lager ausruhst. Am Warenautomat eines Lagers kannst du Gegenstände kaufen. Über das Terminal kannst du Fähigkeiten erlernen oder trainieren. Okay. Das ist ein bisschen ungenau noch. So. Oh Gott, das ist ja alles scheiße teuer.
Oh oh. Adam kann uns retten, ne? Was ist? Alles gut. Ab jetzt musst du wirklich aufpassen, Eve. Okay. Kann man die Lieder nicht abschalten? Oh, Fähigkeiten. Fähigkeiten einstellen. Du kannst eine neue Fähigkeit erlernen. Überleben. Du kannst eine FL benutzen, um Fähigkeiten zu erlernen. FL erhältst du durch Erkunden oder das Besiegen von Nightibus. Fähigkeit erlernen, gedrückt halten. Außer im genau richtigen Moment aktiviert perfektes Aussehen und lässt dich Gegner und lässt dich Gefahren entgehen. Perfekt. Das hat wirklich was von Bayonetta. Und wie? Aha. Und das hat noch das Souls-Element, dass die Nightibus wieder leben. Hallo, du? Alles klar. Du kannst Aktionsassistenten im Story-Modus verwenden. Wenn der Aktionsassistent aktiv ist, wird die Zeit verlangsamt. Wenn ein Gegner einen mächtigen Angriff ausführt und die entsprechenden Tasten für einen Konter werden auf dem Bildschirm als Hilfe eingeblendet. Gameplay, okay. Du kannst den Aktionsassistenten in den Einstellungen unter Gameplay aktivieren und deaktivieren. Sorry, Bro, an der Stelle. Mikrofonplatte? Oh, eine alte Versorgungskiste der Legion. Ist da was Nützliches dabei? Sie ist von der Legion. Kompatibilität sollte kein Problem sein. Mhm. Okay. Gut. Sieh zu, dass du alles mitnimmst. Bin dran. Eve, pass auf. Siehst du die Strömung? Wenn du stürzt, war's das. Gut. Das war wieder mal komfortabel, ey. Oh. Ah. Cool. Gleichgewicht. Gegner halten ihre Haltung mit Gleichgewicht aufrecht. Gleichgewicht wird in der LP und Schildanzeigen unter angezeigt. Du kannst Gegner aus dem Gleichgewicht bringen, indem du eine perfekte Abwehr ausführst. Gegner, die völlig aus dem Gleichgewicht sind, werden groggy. Setze Vergeltung ein, um massiven Schaden zuzufügen.
Ja, komm. Komm. So viel dazu. Oh oh. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss jetzt. Es gibt wieder so viele Wege. Nee. Nee, 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 nee. So einfach wird es dann auch wieder nicht. Boah, wie mich das nervt, diese... Ah. Ah, scheiße. Komm, werde groggy. Aua. Okay, noch ein Treffer. Komm, mach's für mich. Hallo? Nice. Jetzt will ich gucken, was das für Scheiße ist. Moment, so ist das hier weg. Brauche ich echt nicht. Dann hier. Haben jetzt zwei neue Nighty Bars. Einmal Krallengrille. Ökologische Informationen. Grillen sind Nighty Bars, die wie eine christliche Mischung aus Grillen und anderen Lebewesen aussehen. Ihr Panzer ähnelt einem nackten Körper und sie können je nach Bedarf und Funktion an ihren Armen gehärtetes Chitin bilden. Krallengrillen verfügen über zwei Arme und einen mittleren Arm, welchen sie wie eine Waffe schwingen. Okay, und hier. Hydras sind hybride Nighty Bars, die wie außerirdisch aussehen. Die Beutel an ihren Körpern ermöglichen es ihnen zu schweben und sie können Magnetfelder zur Fortbewegung nutzen. Außerdem können sie sich gut innerhalb ihrer Umgebung tarnen wie Attentäter in den Ruinen. Hydras können schweben und schnell angreifen. Du musst eine Schwachstelle finden, um ihnen Schaden zuzufügen. Hydras können sich plötzlich unsichtbar machen. Wenn sie das tun, wird es schwierig, ihren Überraschungsangriff auszuweichen. Das sieht nicht aus wie ein Alien, eher wie ein Oktopus, welcher mutiert ist. Aber who cares? Die können mich gerade mal Omnibolzen. Modifikation-Kombo. Modifikationen sind Ausrüstungsgegenstände, die Eevees oder Ivys Kampffähigkeiten verbessern können. Du kannst Modifikationen im Modifikationssockel einsetzen, um die gewünschten Kampffähigkeiten zu verbessern. Du kannst auf Modifikationssockel im Ausrüstungstab zugreifen, indem du die Optionstaste drückst, um dann das Menü aufzurufen. Du kannst Omnibolzen einsammeln, um mehr Slots freizuschalten, um mehr Modifikationen auszurüsten. Mhm, warte mal, scheiße. Aussehen. What the fuck? Skin suit. What the fuck? Ey, das sieht mir aus wie... ihr kennt den Anime, ne? Ich sag jetzt nur... ich sag mal jetzt nur Cyberpunk. Das ist richtig geil. Aber die ist komplett ein Roboter irgendwie.
Kenne ich gar nicht. So, außer von Steel Rising. Oder von Geppetto. Scan. Drücke, um Drohnen die Umgebung scannen zu lassen. Scans zeigen dir, wo du dich dranhängen kannst. Sind die anderen Städte auch so kaputt? Na, die hier sieht noch vergleichsweise gut aus. Nach dem Untergang der Kolonie waren viele Städte nur noch Staub. Aha. Vielleicht da, wo ich mich dranhängen kann. Aha. Ja, genau. Alles klar. Die bekommt wegen sowas schon Fall Damage. If. Jauks. Oh. Warte mal, da ist eine Fusionszelle. Mach die Motor auf. So war das nicht gemeint. Die Fusionszelle. Fusionszelle? Das sind Hochleistungsakkus. Dank ihnen gibt es auf der Erde noch Licht. Okay. Oh, also das Vorgängermodell der Ewigkeitszelle. Verlier sie bloß nicht. Sie ist nämlich sehr wertvoll. Okay. Hä? Oh nee. Okay. Eine Falle. Okay, let's go. Ey. Au, au. Ja, super. Jetzt werden die auch noch lebendig. Habe ich doch gewusst, ihr Scheißratten. Okay. Hä? Was sind das für Quicktime-Scheiß? Das muss ich nachlesen. Den Spaß, ey. Mutierter Kriecher kommt zunächst mal. Okay. Ökologische Information. Solltest du Kriecher mit leichten fluoreszierenden Flecken auf dem roten Körper sehen, solltest du dich in Acht nehmen. Diese massiven starken Monster sind fast wie Soldaten, die ihre Gruppen beschützen. Mutierte Kriecher sind aggressiv und greifen mit ihrem Schwanz an. Behalte die Ruhe, um dich zu verteidigen und zurückzuschlagen. Mutierte Kriecher können sich mit der großen Geschwindigkeit drehen und angreifen. Siehe zu, dass du keinen Schlag ins Gesicht abbekommst. Und das Ding da? Schwerer Wächter. Eine Steinskulptur mag mit der Zeit zerfallen, aber für eine Nighty-Bar, der sich als solches tarnt, gilt das nicht. Schwere Wächter haben Gegner getötet und verschlungen.
und dadurch ständig ihren eigenen Körper erweitert, bis sie zu unkontrollierbaren, blutdürstigen Riesen herangewachsen sind. Okay. Schwere Wächter haben einen starken Körper mit großen Zerstörungskraft. Ihre keulenartigen Hände können den Boden zertrümmern. Schwere Wächter greifen mit ihren schweren Körpern an, weichen ihn aus, um nicht zerquetscht zu werden. Wir haben es geschafft. Wohin jetzt? Hier lang. Man kann hier noch Markierungen der Legion erkennen. Okay. Aber sorry, Bro. Ich muss nochmal an die Stelle mit. Wow! Oh Gott. Jetzt darf ich nicht mehr spielen. Hey. Nee, 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 nee. An der Stelle, ich bin mal weg. Ich habe keine Highlights mehr groß, also nicht mal im Ansatz. Ach du Scheiße. Ey, wo geht's zu meinem... Ihr wollt mich doch verarschen. Na, weil diesmal überlebe ich den Shit nicht. Danke, Bro. Okay. Nochmal. Okay. Jetzt können wir viel schon liegen lassen. Hier, noch mal rein. So, komm. Was bist du denn für eine Medusa? Oh. Wow.
Hm. Was geht denn hier in die Luft? Oh. Ja, willst du nicht kommen? Perfektes Timing. Sauber. Was ist das? Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Okay. Voilà. Anhaltender Trank. Also hier geht's schon mal nicht weiter. Ich würde jetzt auch nicht einfach gerne durch dieses Level rennen, ohne dass ich alles mitgenommen habe. Das wäre halt schon beschissenes Fuck. Jahrzehnte sind vergangen, seitdem ich Nighty Bus auftaucht. Seitdem die Nighty Bus auftauchen und die Menschheit zwang, zu Kolonie aufzubrechen. Angeblich sollen die Landetruppen hinabsteigen, um den Rest der Menschheit zu retten. Aber bisher kam niemand. Wir können so nicht weitermachen. Ich kann so nicht weitermachen. Ah, danke. Auf dem Memory Stick ist noch der Sicherheitscode. Und eine Nachricht. Scan fertig. Hier.
Ja, das heißt schon öfters mal backtracken. Also hier sieht man schön, auf was man sich einlässt. Oh, wow. Haben wir irgendwo den Zugangscode? Wenn ich den nicht habe, komme ich halt hier nirgends hin. Warte mal, hier ist noch ein. Der Memory Stick ist hinüber. Ich merk's. Schade. Aber hier kommen wir sowieso nochmal zurück. Hallo? Warum komme ich so hoch, aber nicht? Muss ich nicht verstehen. Ja. Wow. Ich bin der Held. In dem Fall die Heldin, ey. Nö. Boah, schon wieder fast runtergefallen, ey. Hier musst du rüber. Ja, ja. Siehst du die Leiter hinter mir? Ich sehe gar keine Leiter hinter dir. Wow. Nicht an die Leiter. Der Wasserpegel ist zu niedrig. Versuch's mit dem Brett. Tö. Sehe ich aus, als. Oh, wow. Nee, das wäre perfekt gewesen. Hä? Jetzt plötzlich komme ich gar nicht mehr hoch. Oh. Darf ich mal? Das wusste ich nicht. Ich dachte, die sind felsenhart dazu. Ja. Da uns das Leben schwer zu machen, aber gut. Nice. Lager aktivieren. Ja, gut. Das ist nicht so mein Ding. Fähigkeitseinstellung, danke. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier was. Okay, und hier richtet den Gegner beim Angriff von hinten hin. Danke! Hä?
What the fuck? Perfekt, das ist das Beste. Jedes mit Hinterhalt oder Überfall einsetzbar. Paul führt einen Vorschuss in Richtung des Gegners und stößt ihn zu Boden. Okay. Lädt Beta mehr Beta-Energie bei erfolgreichem Hinterhalt oder Überfall auf. Okay. Komm, ich gehe nur komplett voll in die Scheiße rein. Jetzt haben wir dann fast eine Stunde. Was haben wir jetzt noch? Es ist irgendwie immer dasselbe. Aber hey, geht es ein bisschen actionlastiger? Anscheinend nicht. Gut, geht wie in Soulsteilen. Wir müssen und durch hier das Gebäude. Leg die Fusionszelle mal da ein. Jetzt hast du mal Sendepause. Du hast gravierend Sendepause dort. Was bist denn du für ein Gegner? Aha. Nee. Scheiße. Seepocke, okay. Du lebst, oder? Au. Nochmal. Au. Langsam aber sicher habe ich drauf. Aber nur langsam. Oh Gott, bist du ein Arschloch. Komm. Komm. Noch besser werden im Content hier in dem Game. Das ist aber sehr verzeihenswürdig. B0AKTIPOR. Ich habe keinen Zugang mehr zum Datenlink der Kolonie. Wir können uns nirgendwo zurückziehen. Ist das Werk der Nightibars? Ist die Kolonie noch sicher? Was ist mit Modasphere geschehen? Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren. Denn nicht mal die Uhrzeit passt sich noch automatisch an. Wenn ich bei Verstand bleiben will, muss ich mein Memory Stack manuell bearbeiten, um den Kalender nicht aus den Augen zu verlieren.
mache ich nachher. Was ist eigentlich das da? Könnte mich eigentlich schon wieder hinsetzen. Eigentlich. Aber gut. Oh Gott. Komm nochmal. Mach's für mich. Hey, also, bei aller Liebe, verrecke. Da kommt der Pissknödel schon wieder. Ich sehe bei dem nicht mal, wo er hinguckt. Dankeschön. Easy kill. Ey, ich komm da halt immer noch nicht durch. Was ist das eigentlich? Ach so. Also dieses Scanning-Scheiß ist schon ziemlich dumm. Tut mir an der Stelle sorry für diejenigen, die das, also denen das gefällt. Hä? Oh, man kann nach oben springen. So, wieder heilen. Und dafür brauche ich jetzt zwei. Und hier haben wir mehr Energie auf, wenn ein Angriff trifft. Beta, was? Aha, das sind die Specials. Okay. Was ist hier? Nur noch erfolgreich perfekte Abwehr eines gegnerischen Angriffs, einsetzbar schnelle Bewegung hinter dem Gegner, um zu kontern, betäubt den Gegner. Dies ist eine Combo-Angriff-Fähigkeit. Boom. Ah. Cool. Das sieht richtig nice aus. Erhöht die Menge der wiederaufgenommenen Bitterenergie. Einfacher Einsatz von perfekter Abwehr. Dann haben wir hier den Einsatz von perfektes Ausweichen. Das ist, wenn man sich komplett darauf fixieren möchte. Perfekt Nasei eines Genes Angriffs einsetzbar, kontert und betäubt den Gegner und erhöht vorübergehend das Angriffstempo. Dies ist eine Kombo-Angrifffähigkeit. Ja, bis jetzt gefällt mir halt das hier am meisten. Von daher, sonst, wenn ich noch dazu komme, mache ich das auch noch. Na, das ist richtig broken. Ah, ja, das hat wirklich Bayonetta-Vibes.
Aber wie wir hier weiterkommen, sehen wir im nächsten Part, Freunde. Lassen wir ihn noch kurz ausreden, falls er was redet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Part wieder, Freunde. Tödele. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my